Hallo und herzlich willkommen zu Kochen mit der Gau. Mein Name ist Annika, ich bin Mama, Ehefrau, Autorin und freue mich richtig, dass ihr heute den Weg zu mir gefunden habt in eurer Mittagspause. Denn ich habe geplant, heute zwei richtig leckere Rezepte mit euch zu kochen. Zu einem ein ganz, ganz leckeres Keksrezept von schnellen Haferflockenkeksen, die nicht nur Energie bringen, sondern einfach so unglaublich lecker sind. Sie sind das meist nachgemachte Rezept auf meinem Blog. Danach eine schnelle Pastasoße, damit ihr gestärkt in den weiteren Tag starten könnt. Ja, ich freue mich richtig auf euch. Ich mache sowas hier zum allerersten Mal. Bin ein bisschen aufgeregt. Wenn ich mich mal verhasple, bitte winkt das mit dem Lächeln einfach weiter. Ich bin auch nicht alleine, sondern habe meinen Mann mitgebracht, der mir ein bisschen assistiert. Meine Rezepte stehen dafür schnell und einfach, für jedermann und jeder Frau zu sein. Und gemeinsam werden wir euch heute hier durch die Mittagspause führen. Ja, ich freue mich auf euch und dann lasst uns beginnen. Alle meine Rezepte findet ihr auch auf meiner Instagram-Seite die_gau oder in meinen Kochbüchern. Es wird heute auch eine kleine Verlosung geben. Deswegen seid schön aufmerksam. Ich werde euch eine Frage stellen, euch rechtzeitig einen Hinweis geben, wann ihr aufpassen sollt. Und dann müsst ihr die Antwort unten in das kleine Chatfenster schreiben. Und am Ende der Kochshow, werden wir es auslosen. Was könnt ihr gewinnen? Es gibt einmal ein signiertes Kochbuch zu gewinnen und eine Schürze, die von mir illustriert wurde. Und das Ganze nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nein, sondern ganze drei Pakete werden verlost. Jetzt ist auch der Moment gekommen, wo ihr gut aufpassen solltet. Es gibt mit meiner Kochen mit der Gau-Reihe ganze vier Bände und ein Sammelband, der ist allerdings nur digital. Jetzt kommt die Gewinnfrage. Wie viele Bände Kochen mit der Gau gibt es? Schreibt die Antwort unten ins Chatfenster und ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr zu den Gewinnern gehört. So, dann wollen wir auch schon loslegen. Ich stelle euch noch einmal meinen Assistenten vor. Das ist mein Mann Philipp. Hallo. Und er hilft mir heute ein bisschen beim Kochen und unterstützt mich so ein bisschen, damit ich euch die einzelnen Schritte ein bisschen besser aufnehmen kann. So, während ich vorlese, habt ihr sonst die Möglichkeit, eure Zutaten noch ganz schnell bereitzustellen. Was kommt in die Superhelden-Energiekekse rein? 70 Gramm zarte Haferflocken, 50 Gramm Zucker, 50 Gramm Margarine oder Butter, 50 Gramm Dinkelmehl und ein Ei von einem glücklichen Huhn. Ihr könnt bei diesen Keksen ganz viel spielen und variieren. Zum Beispiel könntet ihr den Zucker austauschen mit Dattelsirup. Ihr könntet statt Dinkelmehl auch Vollkornmehl nehmen. Ihr könnt Rosinen mit einkneten, ihr könnt Schokolade mit einkneten, wie ich das heute mache. Ihr könnt auch das Mehl komplett weglassen und zum Beispiel gemahlene Haselnüsse oder Mandeln nehmen. Das schmeckt alles richtig, richtig lecker. So, jetzt lese ich euch die Zubereitung noch vor. Alle Zutaten verkneten und mit Hilfe von 2 Teelöffeln auf ein Blech setzen. Bei 200 Grad für 15 Minuten backen. Ihr könnt das Mehl auch 1 zu 1 mit gemahlenen Haselnüssen austauschen oder beispielsweise Rosinen und Schokolade einkneten. Habe ich ganz vergessen, dass ich es ins Rezept geschrieben habe. Jetzt habe ich es euch davor noch erzählt. So, dann brauchen wir einmal die 70 Gramm Haferflocken. Dazu kommen 50 Gramm Zucker. Ihr könnt zum Beispiel auch Braunzucker nehmen, der schmeckt dann so ein bisschen karamelliger. Dann haben wir die Margarine. 50 Gramm Dinkelmehl. Wenn ihr Vollkornmehl nehmt, hält das Ganze noch ein bisschen länger vor und macht noch ein bisschen satter. Und jetzt fehlt noch das eine Ei. Und unsere Schokodrops. Schokodrops. So, Philipp wird jetzt anfangen, die Zutaten zu mischen. Wir beginnen mit den 70 Gramm Haferflocken. Dann kommen die 50 Gramm Zucker dazu. Dann kommt die Margarine. Die will nicht. So, dann kommt das Mehl. Dann kommt das Ei. Und jetzt kommen noch die Schokodrops hinterher. Und dann wird das Ganze gleich geknetet. So, ich hoffe, ihr habt die Hände vorher gewaschen. Ärmel hoch.
Und jetzt könnt ihr beginnen, den Teig zu kneten. Wir gucken mal in den Topf rein. Und wie ihr seht, das geht wirklich richtig, richtig schnell. Der Teig ist einfach so flott gemacht. Und du liebst diese Kekse, oder Papagau? Oh ja. Ich muss die Kekse auch überall mit hinbringen. Also egal, auf welche, wenn wir uns mit anderen Freunden treffen und die Kinder spielen oder so. Ich werde immer gefragt, ob ich meine Haferflockenkekse mitbringe. Und die eignen sich auch hervorragend, wenn wir in den Tierpark fahren zum Beispiel, nehme ich sie für unterwegs mit. Immer bevor wir in den Urlaub fahren, wir fahren meistens mit dem Auto, habe ich eigentlich immer eine Dose mit Keksen dabei, oder Papagau? Genau. Ihr müsst euch nicht wundern, ich nenne meinen Mann immer Papagau, weil ich die Gau bin bei Instagram und das hat sich irgendwie so eingebürgert. Das ist unser Spitznamen geworden. Richtig. So, und jetzt ist der Teig schon fertig. So, gucken wir ihn einmal an. Das ist jetzt quasi der fertige Teig. Und jetzt hole ich mir gleich zwei Teelöffel und werde beginnen, kleine Kekse aufs Blech zu machen. Jetzt habe ich mir zwei Teelöffel genommen. Den nehme ich immer. Ein Teelöffel Teig. Drücke den ein bisschen auf dem Blech fest. Es müsste eigentlich genau ein Blech an Keksen rauskommen. Ihr könnt die Kekse natürlich auch größer oder kleiner machen, ganz wie ihr das möchtet. Das ist alles euch überlassen. Ich mache die immer so ein bisschen kleiner in Teelöffelgröße. Ich habe aber für die Kinder auch schon mal riesen Cookies gemacht. Das fanden sie auch total lustig und das kam gut an. Und wenn ihr auf meiner Seite ein bisschen stöbert, findet ihr sogar eine Variante, wo ich obendrauf eine Käsekuchenschicht gemacht habe. Das war damals ein Follower-Wunsch und kurioserweise hat es wirklich geklappt und ist total lecker geworden. Ich experimentiere nämlich immer ganz gerne in der Küche ein wenig rum und probiere einfach aus. Ja, meistens kommt was Leckeres raus. Oder Papagau? Jo. Musst du jetzt ja auch sagen. Sonst kriegst du nachher keine Kekse. Nein, die sind immer wunderbar, die Kekse. So. Du hattest die auch schon mal mit Karamell, glaube ich. Oh ja, stimmt. Mein Mann liebt nämlich Karamell über alles. Karamell hatte ich die auch schon. Und deswegen nehme ich meistens auch Braunzucker, weil der eben ein bisschen karamelliger angeblich ist. Habe ich jedenfalls mal gelesen. Ob das stimmt, kann ich gar nicht so beschwören. So. Mal gucken, auch ein bisschen Teig habe ich hier drin. Ich hoffe, ich bin euch nicht zu schnell und ihr könnt trotzdem folgen. Ich neige dazu, immer schnell zu reden und alles sehr schnell zu machen. Aber ich bin auch so geübt in diesen Haferflockenkeksen mittlerweile. Die gehen einfach wirklich zack, zack, zack. Und die kann man auch hervorragend mit Kindern machen, weil sie nämlich total Spaß daran haben, diesen schönen matschigen Teig zu kneten. So, das ist der letzte Keks. Jetzt seht ihr hier nochmal alle zusammen. Ich hatte recht, es ist genau ein Blech rausgekommen. Ich kann nochmal eben zählen, damit ihr ein bisschen mehr Zeit habt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Kekse habt ihr davon rausbekommen. Und jetzt werden sie in den Ofen gehen. Ja. So, jetzt werden sie in den Ofen geschoben. Und ich wollte jetzt gerade Alexa stellen, aber ich habe Alexa extra wegen euch ausgemacht. Papagau, guck mal auf die Uhr, 15 Minuten. Ab jetzt. Ab jetzt. Und sie sehen einfach im Ofen schon so lecker aus und sie fangen schon an zu duften und meine ganze Küche beginnt jetzt schon richtig gut zu riechen. Ja, und während die Kekse jetzt im Ofen sind, widmen wir uns schon dem nächsten Rezept. Auch hier habe ich mir gedacht, dass ich euch das erst vorlese, und zwar Merlins Kraftreserve. Zutaten. Wir brauchen Nudeln, 500 Gramm Tomaten gewürfelt, 2 Knoblauchzehen. Ihr könnt zum Beispiel auch Knoblauchpaste nehmen, das findet ihr in meinem rosa Kochbuch, Kochen mit der Gau, leichter Gaumenschmaus. Benutzt man genauso wie Knoblauchzehen, nur dass man sie quasi im Kühlschrank lagert und einfach nur noch einen Teelöffel mit ins Essen machen muss und nicht extra den Knoblauch vorher schälen muss. Eine große Handvoll frischen Basilikum, ein Teelöffel Olivenöl, ein Teelöffel Margarine oder Butter, Parmesan gerieben. Wer möchte, kann den Parmesan natürlich auch weglassen. Dann lese ich euch einmal die Zubereitung vor. Nudeln nach Packungsanweisung kochen,
Knoblauch pressen und in Öl und Margarine dünsten. Tomaten dazugeben und sobald sie schön cremig geworden sind, Basilikum hineinstreuen. Ihr könnt natürlich auch getrockneten Basilikum nehmen, wenn ihr gerade keinen frischen zur Hand habt. Das ist gar kein Problem. Ihr könnt auch noch ein bisschen mit anderen Gewürzen spielen, zum Beispiel Thymian, Oregano, italienische Kräuter. Ganz, was ihr möchtet. Mit Salz und Pfeffer würzen, das war's schon. Und wenn wir gleich fertig sind, könnt ihr dann genießen. Während Papagau im Hintergrund ganz kurz ein bisschen aufräumt, zeige ich euch nochmal eben die Knoblauchpaste. Ihr findet sie in diesem Kochbuch. Sieht dann so aus. Meine ist jetzt ziemlich leer. Ich werde sie heute noch auskratzen und dann morgen eine neue machen. Und ihr benutzt sie wirklich wie Knoblauchzehen. Sie hält ganz lange im Kühlschrank. Und wir finden sie richtig gut. So, was brauchen wir? Wir brauchen Tomaten. Die muss ich gleich noch schnell würfeln. Wir brauchen 2 Knoblauchzehen oder Knoblauchpaste. Natürlich dürft ihr auch mehr Knoblauch nehmen oder ihr könnt den Knoblauch auch weglassen, was ich zwar nicht verstehe, weil ich meine Knoblauch, aber ohne Knoblauch geht's nicht. Na, ihr dürft den Knoblauch auch weglassen. Dann braucht ihr 1 Teelöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Margarine. Dann braucht ihr eine Handvoll frischen Basilikum. Ihr braucht natürlich die Nudeln. Und dann braucht ihr noch das Parmesan gerieben. Das habe ich aber noch im Kühlschrank, weil das hier eben noch einen Moment dauert, bis es fertig ist. So, eigentlich wollte ich jetzt eben schnell die Tomaten schneiden, weil ich dachte, so kann ich euch ein bisschen mehr Zeit geben, euch vorzubereiten, falls ihr doch noch ein bisschen mit den Keksen hinterherhängt. Meine Kekse sind auch in 2 Minuten fertig, deswegen warte ich die 2 Minuten noch und in der Zeit setze ich schon mal eben das Wasser für die Nudeln auf. Das könnt ihr auch schon gerne machen, dass die Nudeln halt gleich als erstes fertig sind. Ihr hört, Papagau setzt schon das Nudelwasser auf. Ich werde die Nudeln gleich nochmal durchbrechen, weil es einfach später für mein Kind etwas einfacher ist, sie auf die Gabel zu bekommen. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, kleinere Nudeln nehmen oder Vollkornnudeln. Das ist ganz euch überlassen, was ihr am liebsten mögt. Wie gut, dass ich Papagau heute dabei habe, denn ich habe gerade schon gesagt, ob er die Nudeln eben durchbrechen will. Das Wasser kocht aber noch gar nicht. Das ist wieder diese Aufregung, wisst ihr. Ich hätte sie jetzt einfach so reingeschmissen, weil ich es gerade vergessen habe, dass das Wasser erst kochen muss. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp am Rand. Und zwar habe ich mir so ein Abkühlgitter besorgt. Da kommen die Kekse gleich drauf. Das Gitter kann man zusammen klappen, wenn man es nicht braucht. Und ich habe das Gefühl, wenn sie dann vernünftig auskühlen, sind sie noch ein bisschen krosser. Lange, einfach dadurch, dass sie so schnell aufgegessen werden. Das kann ich euch auch gar nicht sagen, wie lange sie wirklich frisch bleiben. Am nächsten Tag sind hier einfach alle weg. Du futterst immer alle Kekse auf. Ich? Du. Ach, die paar. Die paar. Hier steht das beste Beispiel, Papagau, der nicht warten kann. Du musst dich, glaube ich, noch ein paar Sekunden gedulden. Ich glaube, der Timer ist abgelaufen. Ja, glaubst du? Ja. Okay. Yum, 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 yum. Oh ja, sie sehen richtig, richtig lecker aus und noch besser riechen sie. Also ich hoffe wirklich, dass ihr mitgemacht habt und jetzt riecht, wie lecker sie duften. Das Blech ist übrigens heiß. Oh, Entschuldigung. Er hat es überlebt, ja? Yes. Dann zeige ich euch die Kekse so nochmal. Ja, und lasst sie auskühlen, danach schmecken sie einfach wirklich noch besser. Und eigentlich ist spätestens doch jetzt der Moment gekommen, wo mein Kind normalerweise in den Raum kommt und sagt, oh, Mama, was riecht hier so gut? Hast du Kekse gebacken? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Papagaus Hand schon drauf war, aber er hat gerade noch gesagt, das Blech ist so heiß und eigentlich gingen seine Finger hier, ja, die sind noch zu heiß. Ja, die sind echt noch zu heiß. Er kann einfach nicht warten. So, ich schneide jetzt eben ganz schnell die Tomaten. Ich schneide hier oben immer diesen grünen Strunk raus, weil ich mal gelesen habe, dass man das machen soll. So, das geht dann zack, zack, zack. Ich habe schon mal, als ich so ein Video gemacht habe für meinen Instagram-Account, habe ich mir beim Schneiden mit einem neuen Messer total in den
Finger geschnitten und habe ganz souverän weitergemacht. Das soll mir heute aber nicht passieren. Das genau, wir haben die Pflaster leider nicht bereitgelegt. Nein, aber das Wichtige ist wirklich beim Kochen auch ein gutes Messer. Damit hat man einfach viel mehr Spaß in der Küche. Und wie ihr seht, ich bin geübt, das geht so zack, 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 zack. Hätte ich das gemacht, hättet ihr mir Zeit. Oder wir hätten noch das Pflaster gebraucht. Nein, das ist nur ein bisschen Spaß hier unter uns. So. Oh, der hat sich dahin gemogelt. Ich habe jetzt auch gar nicht genau abgewogen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt einfach 6 Tomaten genommen, weil bei uns wird die Soße auf jeden Fall leer. Und für mich hat Kochen auch immer so ein bisschen was mit Gefühl zu tun. Ich habe das jetzt einfach abgeschätzt. Für euch ist es vermutlich einfacher. Deswegen habe ich die Grammangabe noch dazu genommen. So, wie ihr seht, habe ich die Tomaten schon fertig. Jetzt schneide ich noch ganz schnell den Knoblauch. Ich werde frischen Knoblauch nehmen und meine Knoblauchpaste, denn wir mögen einfach Knoblauch richtig, richtig gerne und essen viel Knoblauch im Essen. Es hat sich aber noch nie jemand beschwert, der bei uns zu Besuch gewesen ist zum Essen. Tatsächlich kommen unsere Freunde und Familie immer sehr gerne zum Essen zu uns. Also kann der viele Knoblauch gar nicht so schlimm sein. So, nebenbei, das Wasser kocht. Ja, das Wasser kocht. Das kocht auch in 2 Minuten noch. Jetzt musst du warten, bis der Knoblauch fertig ist. So. Ich mache das Ganze so ein bisschen gröber. Ihr könnt ihn natürlich auch pressen. Ne? Wenn ihr das so ein bisschen feiner haben wollt, gibt es ja auch eine Knoblauchpresse. Ebenso das Basilikum, das schneide ich einfach nur grob. Das muss für uns nicht so fein sein. So, und jetzt wandere ich rüber zum Herd. So, die Zutaten haben wir schon bereitgestellt. Jetzt kommen die Nudeln ins kochende Wasser. Dann stellt ihr euren Timer. Meine brauchen jetzt 10 Minuten, zum Beispiel auf 10 Minuten. Und dann beginnen wir auch schon mit der Soße. Eigentlich wollte ich euch ja gerade die Soße zeigen, aber ich wollte euch mal hier zeigen, Beweismittel 1, Papagau und mein Mäusekind waren beide schon an den abgekühlten Keksen und zack sind die ersten beiden weg, bleiben noch 18. Ich sag ja, die werden hier nicht besonders alt, die Kekse. Aber ich kann sie nicht verdenken. Die sind einfach wirklich richtig lecker. Du hast auch einen gegessen! So, mein Mann ist schon bereit. Und zwar geht es jetzt weiter mit der Soße. Als erstes kommen jetzt Öl und Margarine in den Topf. Natürlich wird der Herd vorher angemacht. Ich glaube, das haben wir vergessen. Und jetzt warten wir mal kurz, dass das schmilzt. So, ich habe euch vorgewarnt, dass wir ja so ein bisschen aufgeregt sind. Da vergisst man manche Schritte, wie zum Beispiel den Herd vorher anzumachen. Müssen wir uns jetzt einen kleinen Moment gedulden, aber gleich geht's los, versprochen. So, wie ihr hört, jetzt ist es soweit, jetzt kommt der Knoblauch dazu und den dünsten wir jetzt an. In unserem Fall nehmen wir noch einen kleinen Teelöffel von unserer Knoblauchpaste dazu. Zieh dicht dran, zeig euch das mal. So, ich übernehme mal kurz, weil der Timer für die Nudeln geht. Während Papagau dann die Nudeln abgießt, kümmere ich mich hier weiter um die leckere Soße. Wenn das Ganze gleich ein bisschen angedünstet ist, kommen die Tomaten dazu. Oh, das riecht auch schon total lecker. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze gepresst hättet, wäre das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen feiner. Aber wir mögen das so ein bisschen gröber. So, jetzt kommen die Tomaten dazu.
Und jetzt rühren wir das Ganze so lange, bis die Tomaten so richtig schön cremig geworden sind. Ihr seht, wie gewissenhaft und ernst mein Mann guckt beim Kochen. Ja, aber ich finde, man denkt immer, dass Tomatensauce bestimmt richtig schwer selbst zu machen ist. Aber ist es wirklich überhaupt nicht. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange es wirklich gedauert hat. Aber ich glaube, wenn ich so richtig drinne bin und nicht noch nebenbei filme, ist das eine Sache von 10 Minuten und die Soße steht auf dem Tisch. Jetzt seht ihr auch schon nach einigen Minuten schon die ersten Veränderungen. Langsam entsteht hier eine Soße. Es wird immer flüssiger. Jetzt können wir echt das Basilikum schon mit reinschmeißen. Dann habe ich die Gewürze schon vorbereitet in einem Glas. Das gibt mein Mann mir nur mal eben rüber. Ich habe hier Salz und Pfeffer drin, Thymian und Oregano. Kommt damit rein. Und dann wird wieder kräftig gerührt, bis das Ganze wirklich so richtig schön cremig ist. Wer es etwas süßer mag, es gibt ja auch Leute, die mögen die Soße etwas süßer, der kann natürlich einen kleinen Schuss Zucker mit reinmachen. Hand aufs Herz, fandest du die Soße heute schwer zu machen oder ging das? Ja, das ging. Das ging? Ja. Und die Kekse? Die waren auch easy. Die waren auch easy? So, ich versuche jetzt mal über die Schulter zu filmen. So, und jetzt kann man richtig schön sehen. Papa, auch einmal kurz aufhören zu rühren. Dass es schon eine richtig schöne Soße geworden ist. Das weitere. Jetzt können wir den Herd schon langsam ausstellen. Für mich ist die Konsistenz jetzt gut. Ihr könnt natürlich auch noch ein bisschen länger köcheln lassen. Desto länger ihr köchelt, desto cremiger wird es natürlich. Ich habe auch schon die Nudeln vorbereitet. Ich habe jetzt einfach die Schale genommen, bevor die Tomaten drin gewesen sind. Weniger Abwasch für uns. So. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Jetzt könnt ihr da entweder es so genießen, ihr könnt noch Parmesan drauf machen oder wie ich ein bisschen Gouda. Das schmeckt auch lecker. Ja, und fertig ist euer superschnelles Mittagessen und zum Nachtisch gibt es ein paar Kekse. Ich wünsche euch einen guten Appetit und hoffe, ihr konntet gut folgen und habt Spaß gehabt, mit mir zu kochen. Da ist mir gerade noch was hinterher eingefallen. Und zwar könnt ihr das Ganze natürlich auch, das ist jetzt eine vegetarische Variante, ihr könnt das Ganze natürlich auch als Bolognese machen, indem ihr vorher Hack anbratet, Tartar, Hackfleisch, was auch immer ihr mögt, und daraus eine Bolognese-Soße machen. Das schmeckt auch sehr gut und klappt auch hervorragend. Hi Annika! Jetzt bist du ganz frisch aus der Küche zurück an deinen Schreibtisch, um dich mit mir ja, ein bisschen über deine leckeren Rezepte auszutauschen. Das sah ja gerade wirklich sehr, sehr lecker aus. Also mir knurrt der Magen. Ich hoffe, dass alle unsere Zuschauer und Zuschauerinnen jetzt fertig sind mit ihren Rezepten, einen leckeren dampfenden Teller vor sich stehen haben, leckere Kekse an der Seite und jetzt genüsslich ihr Mittagessen verzehren können, während wir beide ein bisschen über dich und deine Bücher sprechen. Direkt die erste Frage, Annika. Wo kommt denn diese leckere Soße eigentlich her? Magst du das mal erzählen? Ja, warte, die leckere Soße findet ihr in der Küche mit Annika, Band 1 auf Seite 52, wenn wir ganz genau sind. Das ist eins von den neueren Büchern von diesem Jahr. Letztes Jahr gab es die Kochen mit der Gau-Reihe, dieses Jahr in der Küche mit Annika. Ein dritter Teil erscheint dieses Jahr auch noch davon, aber in dem grünen Teil findet ihr die leckere Tomatensauce. Also da, wer Rezepte sucht, der wird bei dir auf jeden Fall fündig, würde ich sagen. Ich muss immer selber erstmal überlegen, welches Rezept ist eigentlich wo drinne. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Ja, du hast ja auch echt, wie viele Kochbücher hast du jetzt geschrieben? Oh, also, schwierige Frage. Also Feste habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feste, aber ich habe ja vorher bei Tolino Media schon einige rausgebracht, im Self-Publish. Und da sind es einige mehr, dass ich gerade den Überblick verloren habe. Mehr als 10. Also die noch zukommen. Ja, mehr als 10 digitale. Das ist aber auch echt eine ordentlich große Nummer. Also ich überlege gerade, wie viele Kochbücher ich zu Hause besitze.
Ich glaube, es sind zwei und eines ist davon von dir tatsächlich. Aber frag mich nicht, welches. Das ist immer so die Sache. Ja, also die Rezepte sind wirklich, wirklich lecker. Also nicht nur deine Tomatensoße, sondern auch deine Keksrezepte. Du hast ja da noch so gerade von einem anderen schönen Keksrezept erzählt. Welches war das denn? Ja, ich habe irgendwie geahnt, dass eine Frage kommt und habe es mir schon mal bereitgelegt. Und zwar, das waren nämlich die Cheesecake-Haferflocken-Cookies. Also das Grundrezept haben wir ja gerade schon gemeinsam gemacht und ich hoffe, dass ihr das schon genießt. Und dann findet ihr das Rezept dazu in dem Backen mit der GAU. In diesem hier. Und zwar auf Seite 16. Und das ist genauso schnell gemacht wie die, die wir eben gerade gemeinsam gemacht haben. Und ich war damals selber überrascht, dass das geklappt hat. Ich hatte so eine kleine Challenge mit meinen Lesern. Sie dürfen immer so Rezeptwünsche äußern, was ich mal ein bisschen abspecken soll. Ich versuche ja immer, meine Rezepte etwas Zucker zu reduzieren und etwas gesünder zu machen. Und dann hat sich jemand Haferflockenkekse als Käsekuchen gewünscht. Und ich habe gedacht, Käsekuchen? Haferflockenkekse? Naja, wird schon schief gehen und kurioserweise hat es geklappt und es schmeckt richtig, richtig gut und das Feedback meiner Leser dazu ist auch bombastisch, weil es allen so ging wie mir so, das geht nicht. Oh, das geht doch. Und es geht und schmeckt richtig, richtig lecker. Aber das glaube ich, alles ist besser mit Käsekuchen. Das kann man echt nicht anders sagen. Ich liebe auch, ich bin ein totaler Käsekuchen-Junkie. Ich habe auch irgendwann mal Käsekuchen mit Schokoteig versucht. Ich war völlig verwirrt, aber es hat funktioniert und ich war begeistert. Also wirklich. Also Käsekuchen macht alles noch besser. Mit Brownie-Boden geht das auch total gut. Oh ja. Ja. Okay. Das ist eigentlich total total, was wir hier machen. Ich glaube, von dem Essen ist auch gleich nichts mehr über, denn meine Familie ist jetzt schon genüsslich am Essen und wir beide reden jetzt und ja, diese Kekse halten einfach nie lange. Wenn ich irgendwelche Fragen kriege, immer, wie lange halten denn die Kekse bei dir in der Dose? Wenn ich ehrlich bin, einen Tag, aber nur dadurch, weil sie dann leer sind. Also es ist. Ja. Und Papa Gau nascht dir auch die ganzen Kekse weg, wie wir gerade gehört haben, ne? Ja, und ihr habt es gesehen. Also es haben mir sofort nicht gefehlt, ne? Das ist, ja. Ja. Da muss man echt vorsichtig sein. Mit so einem kleinen Kekslangfinger. Ja, und sie können ja auch nicht warten, ne? Die nehmen die ja auch vom heißen Blech, ne? Das ist. Wenn es so gut schmeckt. Aber sag mal, Annika, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Kochbücher zu schreiben? Also eigentlich habe ich nie geplant, Kochbücher zu schreiben, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte eigentlich Romane schreiben. Ich schreibe schon immer, ich glaube, seit ich 13 oder 14 bin, habe ich so mit Fanfic-Geschichten angefangen. Und dann habe ich auf mehreren so Kochblogs und Abnehmblogs mir irgendwie eine Fangemeinschaft aufgebaut. Irgendwie fanden die Leute es interessant, was ich mache. Und dann hatte ich mehrere tausend Follower und irgendwann kam dann die Bitte, kannst du nicht deine Rezepte irgendwie mal zusammenfassen? Weil sie dann keine Lust mehr hatten, immer zu scrollen und sich das zu merken. Und dann habe ich mein erstes digitales Kochbuch rausgebracht. Eigentlich mehr just for fun für meine Leser meines Blogs, bei Tolino Media eben. Und das war ein riesengroßer Erfolg. Und dann haben sie gesagt, kannst du nicht noch ein zweites machen? Und dann habe ich noch ein zweites gemacht. Und dann, ja, aber zwei reicht uns nicht. Ich kann nicht noch ein drittes machen. Du hast ja so viele Rezepte und es wurden immer mehr Rezepte. Ja, und so kamen dann eben, ich glaube, 10 oder 12 digitale Kochbücher. Dann habe ich auch Figuria eben rausgebracht, meinen ersten Roman, Bartolino Media. Und dann hat mich ein Verlag angeschrieben, ob ich nicht Lust habe, meine Bücher mit dem Verlag gemeinsam rauszubringen. Dadurch ist eben Figuria und meine Kochbücher zum Verlag gewandert. Und ja, verrückt. Also ich habe niemals erwartet, dass ich Kochbücher schreibe, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, für Kochbücher zu machen. Also ich meine, das ist schon sehr speziell, ne? Ja, doch. Aber ich denke mittlerweile eigentlich, dass das ganz gut zusammenpasst. Also ich meine, wer gerne kocht, ich koche, ich lese gerne, ich kann hinterher die Kekse essen und kann dabei lesen. Ich meine, das ist eigentlich die perfekte Mischung. Ja, deine Familie profitiert sehr davon, die Kekse sind immer weg, das andere Essen mit Sicherheit auch. Also ja, es ist sehr naheliegend, definitiv. Und das passt irgendwie doch perfekt zusammen. Also würde ich auch sagen. Ja, aber so bin ich bei den Kochbüchern gelandet und bin jetzt seit einigen Jahren als Autorin selbstständig und
ja, schreibe Romane, Kochbücher und Kinderbücher. Das ist so. Aber ich meistens, kann mich nicht festlegen. Meistens kommt es ja genau so, dass das, was man, es tritt das ein, was man überhaupt nie erwartet hätte. Und jetzt sitzt du hier und führst mit mir ein Gespräch über deine Kochbücher und auch über deine anderen Romane. Ich muss ja sagen, Figuria ist ja auch bei mir angekommen und ich bin sehr fasziniert. Vielleicht magst du mir so erzählen, was du so für Genre schreibst. Was ist Figuria eigentlich für ein Buch? Also Figuria ist eine Fantasy-Geschichte. Man könnte so sagen, ein sehr entferntes Alice im Wunderland. Also meine Hauptperson heißt Alice. Es musste einfach eine Alice sein, weil meine beste Freundin und ich, wir sind riesengroße Alice im Wunderland-Fans. Und ich habe immer gesagt, irgendwann schreibe ich ein Buch mit einer Alice als Hauptperson. Und so ist eben meine Alice entstanden. Es ist eher schon für etwas, also kein Kinderbuch, sondern wirklich schon für etwas ältere Leser. Es gibt auch etwas härtere Szenen. Alice landet halt in Figuria, in einer Welt, die parallel zu unserer existiert. Und es gibt Drachen, Elben, Trolle, gemeine, fiese Albe. Und nichts ist eigentlich so, wie es scheint. Es gibt viele Intrigen. Und nächstes Jahr kommt der vierte Teil raus. Es wird auch noch einen fünften geben. Und dann ist diese Reihe beendet. Eigentlich hatte ich damals nur 3 Teile geplant, wenn ich ehrlich bin. Aber ich gehöre zu diesen etwas planlosen Autoren. Also ich habe vorher eigentlich keinen Plan, sondern schreibe einfach drauf los und mir kommen die Ideen beim Schreiben. Und nach dem dritten Teil habe ich gedacht, nee. Ist noch nicht vorbei. Ist noch nicht zu Ende erzählt. Da fehlt noch was. Und ja, deswegen sind es noch 2 Teile mehr geworden. Und da freue ich mich auch richtig, dass mein Verlag denn so mitgezogen ist und gesagt hat, ja, dann machen wir die beiden noch. Und meine Leser finden das auch richtig gut. Noch das glaube ich. Mehr Figuria, also wer von euch Drachen mag und ein bisschen Magie und heiße Elbenprinzen, wer ist da? Wer ist da genau richtig? Ich wollte gerade sagen, es geht ja auch schon relativ am Anfang recht heiß her, möchte man sagen. Ja, und ich weiß noch ganz genau, als ich meinem Vater das vorlesen wollte, Figuria, habe ich ab einer gewissen Stelle gesagt, ich schenke dir das Hörbuch. Da war für mich dann so der Schluss, wenn ich Lesungen hatte und bei dieser, ich weiß, welche Szene du meinst, da werde ich jetzt auch wieder rot, wenn wir drüber reden. Zur Überlesung auch immer so, okay, jetzt siehst du aus wie eine Tomate. Das überspringen wir jetzt einfach ganz schnell. In dieser Höhle passiert nichts. Aber es gibt Figuria tatsächlich auch als Hörbuch. Also man kann es auch hören, wenn man möchte. Ganz normal Spotify, Audible. Teil 3 kommt dieses Jahr noch als Hörbuch raus und Teil 1 und 2 gibt es schon. Ja, aber cool. Dann schreibe ich auch noch so Krimi-Thriller. Beispielsweise ist eine Medizinstudentin, die Zeuge eines Mordes wird und danach ihr komplettes Leben hinter sich lässt und auf eine Insel flüchtet, wo sie denkt, sie hat da ihre Ruhe, Abgeschiedenheit und Frieden. Aber wie es so ist, hat sie das natürlich nicht, denn auf der Insel kennt jeder jeden und es ist so eine Inselgemeinschaft und die wollen auch, dass sie mit in diese Gemeinschaft reinkommt und alles läuft ganz anders als gedacht. Und dann gibt es natürlich auch noch den Mörder, der natürlich auf der Suche nach ihr ist, denn sie hat ja einen Mord beobachtet, ne? Und wir können ja einfach keinen Zeugen am Leben lassen, eigentlich. Aber ich verrate euch ja nicht, was passiert. Und wer da geht es auch wieder heiß her, ne? Ja, aber es ist Romantik dabei. Und ein ganz großer Teil des Buches spielt tatsächlich in Indien, wo Grace quasi die Reise ihres Lebens macht. Grace muss einen ganz viel Selbstbewusstsein aufbauen, weil sie von ihrer Familie sehr unterdrückt wird und Ray hilft ihr quasi dabei, zu sich selbst zu finden und endlich das Leben zu leben, was sie eigentlich leben möchte und zum ersten Mal auch merkt, was ist es eigentlich, wie ist das eigentlich, wenn es da Menschen gibt, denen ich wirklich wichtig bin, die mich lieben um meinen Willen und nicht immer nur Sachen von mir erwarten und ja. Das klingt doch sehr, sehr nach einer sehr starken Frauengeschichte dann noch letzten Endes, also eine sehr starke Frauenpersönlichkeit, die sich da entwickeln könnte, oder? Ja, genau. Also zuerst ist sie halt sehr schüchtern, in sich gekehrt und glaubt auch nicht wirklich an sich selbst. Aber sie macht halt eine sehr große Entwicklung im Buch durch. Ja, und während die während die Erwachsenen lesen, habe ich natürlich auch was für die Kinder. Das ist einmal, wer guckt uns denn da an? Ja, das ist der Nick.
Das ist ein Herzprojekt von mir tatsächlich. Ich habe auch alle Illustrationen da drin selber gemalt. Das behandelt so ein bisschen das Thema Mobbing und Anderssein. Das ist zusammen mit einem Kind entstanden, was Opfer vom Mobbing gewesen ist und dem es damit sehr, sehr schlecht ging. Und dann saßen wir zusammen in meiner Küche und dann kam mir die Idee für Mick der Bär. Und wir haben da immer wieder drüber geredet. Dann habe ich angefangen, die Bilder zu malen. Und das Kind fand das unglaublich toll. Und so ist eben Mick der Sommersprossenbär entstanden, wo Mick eben auch feststellt, Anderssein ist gar nichts Schlechtes, sondern eigentlich was Schönes. Und die anderen Bären ärgern ihn eben wegen seiner Andersartigkeit. Er ist eben der einzige helle Bär in dieser Gruppe von Braunbären, hat auch noch bunte Sommersprossen dazu und sieht natürlich einfach anders aus. Und seine Mama sagt immer, du bist toll, so wie du bist. Und er kann das gar nicht glauben. Und dann macht er sich auf den Weg durch den Wald und trifft ganz viele lustige Tiere, die einfach anders sind. Josch, den Lockenfrosch zum Beispiel. Oder er trifft einen Adler mit einer Brille. Dabei heißt es doch, dass alle Adler Adleraugen haben, ne? Oder einen nicht so schlauen Fuchs. Das sagt immer schlau wie so ein Fuchs und der Fuchs ist eben nicht so schlau wie alle anderen Füchse. Und am Ende des Buches stellt Mick eben fest, wie schön es eigentlich ist, dass er anders ist und dass man eben auch ganz toll Freunde finden kann, die anders als man selber ist. Und das ist so mein persönliches Herzprojekt. Das glaube ich, das klingt wirklich nach einer sehr wichtigen Geschichte auch, weil man kann ja wirklich mit diesem Thema nicht früh genug anfangen. Also gerade in der Grundschule kann man ja sagen, spätestens da geht's los und Kinder dafür frühzeitig zu sensibilisieren ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also wirklich sehr schön, dass du das so gemacht hast. Vor allem, dass du auch sagst, du hast alle Bilder selbst gezeichnet. Wer dir bei Instagram folgt, der sieht ja auch öfter, dass du selbst sehr viel malst, dein eigenes kleines Atelier hast. Wenn du dich so entscheiden müsstest zwischen Schreiben und Malen, wo würdest du sagen, liegt so mehr deine Leidenschaft? Oder ist das die gemeinste Frage, die ich dir stellen kann? Das ist die gemeinste Frage der Welt. Also da könnte ich mich gar nicht entscheiden, wenn du jetzt mir sagen würdest, nie wieder schreiben oder nie wieder malen. Das ist also das wäre, da könnte ich mich gar nicht entscheiden. Das ist beides so, auch immer eine absolute Entspannung. Also ich tue, was ich liebe und ich liebe, was ich tue. Das kann ich echt so sagen, auch wenn der Job mal anstrengend ist wie jeder, ist das halt, das ist echt schwer. Nein, da könnte ich mich nicht entscheiden. Da müsste ich schon eins wegnehmen. Denn es ist ja gut, dass du dich nicht entscheiden musst, weil es gibt ja tatsächlich, du hast doch nicht nur für Mick der Bär gezeichnet, oder? Wenn ich mir so, du hast ja einige für deine schönen Boxen, die man gewinnen kann, ja auch ein bisschen Flyer zur Verfügung gestellt und Lesezeichen und so dieses ein oder andere hatte so für mich den Anschein, hat das die Annika vielleicht selbst gemalt? Das heißt, kriegt man so ein bisschen Annika-Kunst mit nach Hause sogar? Ja, also in den Boxen von mir habt ihr eine Schürze, da habe ich die Illustrationen selber gemalt und ich male für ganz viele meiner Bücher die Illustrationen selbst. Mittlerweile male ich auch für einige Kollegen die Illustrationen, die dann bei Instagram meine Illustration gesehen haben und gesagt haben, oh, das gefällt mir, könntest du meine nicht auch malen? Und also wenn man mich fragt, mache ich auch das oder ich habe auch schon Fotos gemalt für Leser oder habe eine Aktion gemacht, wo ich ihm gesagt habe, okay, komm her, ihr könnt das gewinnen, ich mal einen von euch und das ist für mich einfach total schön, auch eine große Ehre. Jedes Bild, was von mir quasi weggeht, da steckt so ein Stück Herzblut einfach drin und irgendwie ein Stück von einem selbst, wie in jedem Buch. Das ist halt für mich, jedes Buch ist so ein Baby, ne? Und gerade Figoria ist das erste, was rausgekommen ist. Der Abschied wird mir sehr schwer fallen, wenn der fünfte Teil dann draußen ist. Das ist, als würde man Freunden Lebewohl sagen, quasi. Das ist für Leser ja schon immer so schlimm, wenn dann eine Geschichte endet. Aber ich mag mir gar nicht wirklich vorstellen, wie das dann für den Autor, die Autorin in dem Moment ist, die ja wirklich dann noch mehr Zeit in die Geschichte gesteckt haben, als die Lesenden dann in dem Moment. Und wenn einem selbst als Lesender dann so das Herz bricht, weil einfach zu Ende ist, dann ist es, oh Gott, die Vorstellung. Ich frage mich immer, wie andere Autoren das schaffen, wenn sie dann zum Beispiel ihre Geschichte kein Happy End hat. Das bricht mein persönliches Herz, wenn ich ein Buch lese von, ich lese ja auch, ich meine, nein, seid ihr gar nicht drauf gekommen, dass ich auch viel lese, so im Hintergrund, aber das bricht ja schon mein Leserherz und als Autorin, ich meine, man hat diese Person irgendwie geschaffen, die hat doch ihr Happy End verdient. Würdest du,
Würdest du denn sagen, dass vielleicht so ein bisschen Annika auch in Figoria, also in der Alice mit drin steckt? Oder ist das wirklich so eine rein fiktive Alice? Also ich glaube, Alice macht auch gerne Sachen so, wie ich sie mache. Zum Beispiel, Alice kommt ja in eine mittelalterliche Welt, die ja viele Sachen von hier gar nicht kennen. Und es gibt von Band 2, also wenn ihr da durchblättert, irgendwo mittendrin findet ihr ein Figoria-Kuchen-Rezept. Also ich versuche immer auch ein bisschen Annika in meine Bücher einfließen zu lassen. Und das Rezept haben wir auch richtig aufgeschrieben, dass man halt auch einen Figoria-Kuchen nachbacken kann, wenn man zurück ins Mittelalter katapultiert wird. Also ihr könntet auch da einen leckeren Kuchen mit mir zaubern. Also irgendwie steckt da auf jeden Fall die Kochlust auch mit drin, dass meine Hauptperson oft auch kochen können oder auch gerne kochen. Also du hast wirklich so drei Säulen, die dich, wie man jetzt hier im Gespräch merkt, so ausmachen. Das Kochen, das Schreiben und das Malen. Und das alles zusammen lebst du wirklich mehr oder weniger dann ja in deinen Geschichten aus. Also du verbindest wirklich alles zu einem großen Gesamtkunstwerk, kann man dann sagen, oder? So mehr oder weniger. Also ich mag so kreative Sachen einfach unglaublich gerne. Und ich weiß noch, damals in der Schule haben meine Lehrer immer gesagt, nein, mit Kunst kann man nichts verdienen und lernen was Vernünftiges. Und mir hat immer was gefehlt. Also ich habe mehrere Ausbildungen gemacht, ich habe die auch gut gemacht. Ich war gut in dem, was ich getan habe, aber mir hat immer was gefehlt. Und ich fühle mich jetzt erst komplett angekommen, seitdem ich eben selbstständig im Schreiben bin und meine Kreativität und Kunst ausleben kann. Und heutzutage hat man einfach so viele Möglichkeiten. Und das ist für mich einfach genau das Richtige, dass ich mich ausleben kann und eben meiner Kreativität auch irgendwie Raum schaffen kann. Das glaube ich. Wenn du sagst, du schreibst jetzt schon so lange, wie lange ist das denn jetzt? Womit hat es bei dir so angefangen? Hast du auch schon, wie es ja bei ganz vielen dann heißt, ach, ich habe immer schon geschrieben, schon in der Grundschule. Und wann hat es bei dir so angefangen und ab wann wurde es dann professionell, sage ich jetzt mal? Also, als ich ganz jung war, war es halt wirklich viel, dass ich habe schon immer viel gemalt. Mhm. Und natürlich habe ich mir dann im Kopf immer Geschichten überlegt, was die Person, die ich gerade male, quasi so erleben, aber aufgeschrieben habe ich es nicht. Richtig angefangen zu schreiben, habe ich erst in meinen Teenagerjahren, so wo es dann losging, so mit Fanfic-Geschichten. Mhm. Wenn mir das Ende von Büchern nicht gefallen haben, weil sie dann zum Beispiel kein Happy End hatten oder Filme, da habe ich dann auch eine große Leserschaft angesammelt. Und dann habe ich immer gedacht, okay, warum schreibst du nicht einfach deine eigene Geschichte? Und dann habe ich angefangen, meine eigene Geschichte zu schreiben und zu veröffentlichen. Also den Namen sage ich auch nicht. Es gibt nämlich meine Anfänge noch zu lesen. Aber hat meine Freundin irgendwann zu mir gesagt, das ist total gut. Warum verdienst du damit kein Geld? Ich meine, du gibst alles kostenlos zur Verfügung. Versuch das doch. Und dann habe ich an meinem 30. Geburtstag ist quasi dann Figoria auf den Markt gekommen. Und so ist das dann passiert. Also mit 30 habe ich mich dann selbstständig gemacht als Autorin. Mhm. War nicht immer, also das ist kein einfacher Beruf, ist manchmal auch schon so ein bisschen härter, weil man ja auch, man hat nicht so die Sicherheit als Selbstständige wie bei anderen Berufen, aber war für mich genau die richtige Entscheidung. Also ja, so mit 30 wurde es dann richtig ernst. Ernst und professionell und kein Hobby mehr. Und du hast gesagt, du hast ja mit unseren lieben Kolleginnen von Toledo Media im Self-Publishing angefangen. Es gibt bestimmt den einen oder die andere, die sich auch überlegen, gerade heute, wo wir nachher noch auch die Toledo Media Session haben, den Workshop, wo unsere Kollegen ja auch ein bisschen erzählen, wie es so ist mit Self-Publishing. Aber wie waren denn für dich so die Anfänge? Was war so etwas, wo du dir im Nachhinein denkst, das hätte ich gerne vorher gewusst, wie das so funktioniert? Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Also ich finde das, ich bin sehr gut zurechtgekommen mit Toledo Media, muss ich ehrlich sagen. Wir hatten da gar nicht so eine großen Schwierigkeiten. Schön. Wo ich mal Schwierigkeiten hatte, war so ein bisschen die Covergestaltung. Einfach von den Formaten her war das manchmal nicht so einfach. Mein Mann ist Informatiker, der kann mir da natürlich nur gut helfen. Aber das war das, wo wir immer öfter mal so ein bisschen rumbasteln mussten. Eben, dass die Cover nicht gestimmt haben. Aber ansonsten ist es eigentlich alles sehr selbsterklärend, wie man das da macht, und war für uns keine große Schwierigkeit. Auch hinterher Abrechnung etc., das ist alles super, super übersichtlich. Der Kundendienst ist immer erreichbar gewesen, wenn ich mal irgendwelche Fragen, irgendwelche Schwierigkeiten hatte. Man kann auch super zum Beispiel Preisaktionen starten, wenn man jetzt denkt, okay, ich möchte jetzt mal ein Buch im Monat reduzieren oder eine Woche oder so.
Also, da habe ich gar nicht, wo ich sage, ich möchte was anders das machen. Das ist sehr gut. Also wie gesagt, das Cover war ein bisschen schwierig manchmal am Anfang, einfach weil es ja so eine, es muss halt eine spezielle Maße haben. Ja, klar. Aber ansonsten hat für dich alles super funktioniert. Das ist natürlich auch ein sehr schönes Feedback dann an die Kollegin und für alle, die sich überlegen, Self-Publishing, ja oder nein. Würdest du denn sagen, für dich war auch der Schritt mit Self-Publishing genau das Richtige, dass du sagst, ja, das war genau der richtige Einstieg für mich, so um dann meinen Weg zu gehen, wie er jetzt geworden ist? Ja, also definitiv. Es gibt ja meine Bücher auch noch, die ich quasi beim Self-Publish rausgebracht habe. Und ich würde für mich auch nicht ausschließen, dass ich nicht irgendwann diesen Weg vielleicht wiedergehe und das teile. Also das war für mich am einfachsten auch, ganz ehrlich. Ich meine, das dauert wirklich lange, bis man einen Verlag findet, der das Buch auch möchte. Bei mir war das einfach ein Glücksfall, dass sie mich angeschrieben haben. Das Glück hat aber nicht jeder. Und ich kenne viele, viele Kollegen, die Self-Publish machen und die da super, super zufrieden mit sind. Und ich habe da auch nur gute Erfahrungen mitgemacht. Also für mich war es der perfekte Einstieg, einfach auch um mal reinzugucken und zu schnuppern, ne? So, was muss ich eigentlich machen? Was ist möglich? Was muss ich investieren? Und man hat ja auch eine freie Entscheidungsgewalt quasi, auch gerade mit den Büchern Bartolino. War das ja auch so, ich kann entscheiden, okay, was soll mein Buch kosten? Mhm, ja. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Gerade am Anfang habe ich eher dazu geneigt, ist, glaube ich, zu günstig zu machen, wenn man sich erstmal so das Selbstbewusstsein, glaube ich, erarbeiten muss, so zu merken, meine Bücher sind gut. Und aber da habe ich auch erstmal niedriger angesetzt, um erstmal zu gucken, okay, wollen die Leute das überhaupt lesen? Interessiert die das überhaupt? Und so für die Selbstfindung als Autorin, also für mich persönlich war es der richtige Schritt, so zu starten. Und ich kann mir auch vorstellen, irgendwann wieder zurück ins Self-Publish zu gehen. Oder wie gesagt, das eben teils. Oder teils. Parallel oder genau. Ja. Das machen ja tatsächlich einige. Wie ist denn bei dir so die Entwicklung gewesen deines Schreibstils? Hast du dir alles wirklich dich von Buch zu Buch, hast du gemerkt, du entwickelst dich auch weiter in deinem eigenen Schreibstil? Also dass du wirklich merkst, so Sachen, die du bei Figuria 1 gemacht hast, die machst du jetzt zum Beispiel ganz anders oder irgendwie sowas in der Art? Ja, also der hat sich vor allen Dingen ganz deutlich verbessert, als ich auch angefangen habe, mit meinem Verlag zu arbeiten, weil wir einfach sehr eng zusammenarbeiten und sie mir noch ein paar Tipps gegeben haben, auf die ich vorher nicht geachtet habe, wie zum Beispiel Wortdopplungen habe ich gerne gemacht. Aber Sachen, die wusste ich eben vorher nicht und das mache ich jetzt halt gar nicht mehr. Ich weiß jetzt viel besser noch, wo drauf muss ich achten, auch in Korrekturphasen, was ist wichtig, was nicht. Und doch, das hat sich definitiv geändert und verbessert. Und wenn ich Figuria 1 heute lese, denke ich manchmal, okay, da hättest du vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen können. Ja, ist ja meistens so, wenn man dann so seine ersten Werke liest, sieht, was auch immer, man denkt sich immer so, heute weiß ich es besser, aber das ist ja auch schön. Dann sieht man wirklich, man hat sich entwickelt und das, alles, was man in den letzten Jahren so erreicht hat, man hat wirklich was erreicht. Und das finde ich sehr befriedigend auch irgendwie, muss ich sagen. Ja, ja. Und ich glaube, man entwickelt sich auch einfach immer weiter. Ne? Dann habe ich irgendwann angefangen, sonst hat man einfach nur so mit so einer irgendeiner Software geschrieben, dann habe ich irgendwann ein Word-Geschenk gekriegt von meinem Mann und dann beschäftigt man sich noch mit Autorenprogrammen. Dann habe ich mich mit der Covergestaltung beschäftigt, zum Beispiel die Cover habe alle ich ausgesucht für meine Bücher, jetzt auch beim Verlag. Beim ersten durfte ich noch nicht mitsprechen und bei allen anderen. Und das hat alles Cover, die ich ausgesucht habe und das macht mich halt dann auch nochmal doppelt so stolz. Da merkt man auch, dass man geschätzt wird und dass man langsam auch einen Blick dafür bekommt, also zum Thema Weiterentwicklung, ne? Das ist auch ganz wichtig. Wenn du dich jetzt so zwischen deinen Werken umschaust, Figuria, Ray und Grace, Lost Island, wo würdest du sagen, hängt so dein Herz am meisten dran? Oh. Ich stelle heute gemeine Fragen, merke ich. Ja, wirklich. Da muss ich wieder einen Moment drüber nachdenken. das ist ganz schwierig. Also, an Way and Grace hängt mein Herz schon sehr, weil ich einfach toll finde, was für eine Entwicklung Grace macht und weil es eben auch nicht das klassische Paar ist, wie man es aus Büchern kennt. Ich meine, Ray kommt aus Indien, das ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Sie erlebt einfach mal was völlig anderes,
Und das ist, da hänge ich schon sehr dran, einfach an der Entwicklung, die die beiden durchgemacht haben und wie toll die zusammenhalten. Ja, jedes Buch liebe ich auf seine Art und Weise, was ich geschrieben habe. Bei Figoria ist es zum Beispiel, ja, genau, so muss es sein, ich meine, du kennst Figoria ja auch, da ist es zum Beispiel Crispin, also der männliche Hauptpart, der sich so toll weiterentwickelt hat. Und dadurch, dass ich eben einfach immer drauf losschreibe und keinen Plan habe, weiß ich manchmal gar nicht, wie entwickeln sich eigentlich die Personen. Mhm. Wenn ich manchmal denke, okay, das ist jetzt ein Böser und der wird so richtig, oh, und die Leute werden ihn hassen. Und beim Schreiben denke ich, oh nein. Eigentlich ist er ein kleines Lämmchen. Mag ich ihn eigentlich? Oh nein, du bist doch jetzt da, du bist doch ein Wetter. Das ist, ja, also ich hänge an jedem. An jedem Buch auf seine Art und Weise und jedes. Aber es ist ja auch eigentlich gut. Das war jetzt auch eine gemeine Frage. Ja, war diese Frage wirklich. Stellt man Autorinnen einfach nicht für ihre Bücher. Nein, also ich liebe jedes auf ihre Art und Weise und auch gerade Figoria 4 wird nochmal ein bisschen, nochmal einen anderen Blickwinkel haben, auch gerade auf die Albe, weil alle immer denken, die sind böse und da lernt man halt. Die Albe ein bisschen besser kennen und merkt auch da, dass alles immer zwei Seiten hat. Ne? Es ist nicht alles nur schwarz und weiß und warum manche Personen eigentlich so sind, wie sie sind und manche Charaktere so agieren, wie sie agieren und dass man nochmal einen anderen Blickwinkel bekommt und auch nochmal denkt, ja, okay, wenn ich das so betrachte, aus der Sicht der Dinge, das ist mir eben auch wichtig. Also ich versuche auch noch ein bisschen mehr da eben reinzubringen, auch mal Verständnis vielleicht für andere. Und ja, ach, ist doch sehr schön. Aber jetzt haben wir ja ganz viel über deine Bücher geredet und wahrscheinlich haben wir jetzt den einen oder die andere, die jetzt Lust haben, was von dir zu lesen. Welches Buch würdest du sagen, das wäre ein gutes, um mit Annika Kastner zu starten? Also es kommt natürlich drauf an. Also wenn man Fantasy mag, ist es natürlich Figoria. Ne? Das steht außer Frage, da muss man Figoria lesen. Wenn man eben Fantasy nicht mag und noch so ein bisschen mehr auf so College-Geschichten steht, wäre es eben einfach wirklich Grey and Grace, weil es spielt im College, es ist eben eine College-Geschichte. Und wenn man eben schon etwas gestandenere Frauen mag, dann ist eben Hazel die richtige, die ihren Gegenpart Nick hat und auch mit viel Humor. Er treibt sie manchmal in den Wahnsinn, aber dann ist das natürlich genau das Richtige. Es kommt halt immer auf den Geschmack der Leser quasi an. Ich bin eine Querbeet-Leserin. Ich lese alles gerne, mal Fantasy, mal College-Geschichten, mal lese ich gerne Krimi. Ja. Also würdest du wirklich sagen, du hast eigentlich für alle genau den richtigen Einstieg in deine Geschichten? Ja. Geschaffen. Perfekt. Ja. Also, liebe Leute, Lust auf Annika Kastner, egal wo ihr seid, ihr könnt sofort loslegen. Oder hören, nicht zu vergessen. Oder hören. Oder hören, genau. Oder hören. Nur Figur, ja. Aber jetzt sind wahrscheinlich die Teller schon relativ leer. Wir quasseln ja schon wieder ganz, ganz lange. Es macht immer so eine Freude, mit dir zu sprechen. du hast ja vorhin gesagt, dass man bei dir so schöne Boxen gewinnen kann. Und du hast ja auch eine Frage gestellt. Vielleicht magst du noch einmal die Frage wiederholen und wir können einmal auflösen, was denn die richtige Antwort war. Ich habe die Frage gestellt, wie viele Teile von Kochen mit der Gau es gibt. Dann habe ich euch den Tipp gegeben. Also es gibt 4 feste Bände und einen digitalen Sammelband, den es nur digital gibt. Das sind 4 plus 1, das sind 5. Also 5 wäre die richtige Antwort gewesen, die ihr hoffentlich ins Chatfenster geschrieben habt. Und dann konntet ihr nämlich Rezeptkarten gewinnen, 3 signierte Bücher und die Schürze mit Kochen mit der Gau mit meinem Alpaka, was ich gemalt habe, mit der Sturmfrisur. Das sieht übrigens wirklich hinreißend aus. Das ist in der, wo die ganzen Friseure zu hatten, in der Zeit habe ich das gemalt. Und ein befreundeter Friseur hat sich das auch in den Laden gehängt, weil ich habe 2 Alpaka gemalt. Ich habe einmal eins mit Sturmfrisur gemalt und daneben eins, was frisch frisiert ist. Und das ist quasi das Friseur-Vorher-Nachher-Bild. Ja, sehr gut, sehr gut. Meine Leser fanden das so gut, dass ich da draußen eine Schürze gemacht habe.
Großartig. Ich liebe es. Ich liebe dieses Bild wirklich. Also ihr Lieben, ihr habt jetzt dann die Möglichkeit, es wird dann jetzt demnächst ausgelost im Chat. Wir schauen dann einfach mal, wer gewonnen hat. Auf jeden Fall, Annika, ich danke dir sehr, sehr herzlich zum einen für dein wunderschönes Kochvideo, für das leckere Rezept und die tollen Kekse, von denen vielleicht noch der ein oder andere übrig ist, dass wir den Tag über noch weiter Kekse naschen können. Ich danke dir für die letzte halbe Stunde, für das schöne Gespräch. Gibt es irgendwas, was du deinen Followern, deinen Fans und auch den Unbekannten, die jetzt dich heute zum ersten Mal gesehen haben, irgendwas, was du denen noch mit auf den Weg geben möchtest? Nein, eigentlich möchte ich mich nur bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich natürlich über jeden neuen Leser. Ich heiße euch herzlich auf all meinen Seiten willkommen. Ich freue mich auch immer über den direkten Austausch mit den Lesern auf meiner Seite. Ich möchte mich auch bei dir bedanken, Julia. Wir haben jetzt ja, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir schon miteinander arbeiten. Auf jeden Fall schon lange. Wir haben schon viele tolle Aktionen zusammen gemacht. Ich stand zweimal für euch bei der Buchmesse auf der Bühne und ich hoffe wirklich, dass ich dich nächstes Jahr auch mal wieder persönlich drücken kann. Darauf freue ich mich wirklich sehr und einfach auch mal Dankeschön an euch. Das finde ich auch total wichtig, dass ihr heute so tolle Aktionen hier gemacht habt, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ist wirklich großartig und ich arbeite sehr gerne mit euch zusammen und möchte nochmal aus Überzeugung sagen, dass ihr wirklich toll seid. Also ich finde, das kann man auch mal sagen, dass man sich auch mal bei anderen dafür bedankt. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Annika. Ich kann natürlich alles nur zurückgeben. Es ist mir jedes Mal eine Freude. An dieser Stelle vielen Dank für alles. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Spaß. Wir sehen uns später nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss.